Auf der einen Seite hat das Hot Staging beim zweiten voll integrierten Starship-Testflug oder kurz IFT-2 ausgesehen, als ob alles reibungslos verlaufen wäre. Aber auf der anderen Seite dürfte eben genau dieses Manöver zur Explosion des Boosters geführt haben. Also doch nicht alles so gut wie ursprünglich gedacht. Ich habe mit Aeneas gesprochen, um herauszufinden, was denn da beim Hot Staging schiefgelaufen sein könnte. Er hat nämlich den Flug und das Manöver in Excel modelliert. Das erlaubt uns, einige ganz vernünftige Rückschlüsse zu ziehen. Unsere tiefergehende Analyse hat einige hochinteressante Dinge ergeben, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Wir haben einerseits die möglichen Gründe für das Versagen des Boosters nach der Stufentrennung eruiert, aber auch potenzielle Gründe identifiziert, die wir definitiv ausschließen konnten. Und weil ich niemand bin, der einfach nur Probleme auftischt, haben wir auch einige mögliche Lösungsansätze für die aufgedeckten Probleme erarbeitet. Die heutige Ausgabe wird von mir selbst gesponsert. Dazu später mehr. Also, vorerst möchte ich mit einigen Missverständnissen aufräumen, die unmittelbar nach dem IFT-2 unklar waren bzw. falsch verstanden wurden. Die vollständige Fluganalyse verlinke ich dir im Abspann dieses Videos. Zunächst, der Booster wurde nicht gesprengt, sondern ist aus eigener Kraft explodiert. Wir gehen gleich genauer darauf ein. Das Schiff wiederum hat das Flugabbruchsystem oder kurz FTS, was für Flight Termination System steht, automatisch aktiviert, nachdem die Bodenstationen den Kontakt dazu verloren hatten. Der Grund dafür war, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass es gerade dabei war, den vorgesehenen Flugkorridor zu verlassen. Und da viele Menschen in der Nähe dieses Flugkorridors leben, wartet man hier nicht, bis dieser verlassen wird, um das FTS zu aktivieren. Astronomy Live hat noch diese Bilder über den Florida Keys aufgenommen, die die Nasenspitze des Schiffes zeigen. Was da auszulaufen scheint, dürfte der flüssige Sauerstoff aus dem Header Tank sein. Aber kommen wir zum Hot Staging. Der Grund, warum ich ursprünglich davon ausgegangen bin, dass der Booster durch das FTS gesprengt wurde, ist, dass die Explosion nicht vom Triebwerksraum, sondern von der Mitte ausgegangen ist. Also dort, wo die FTS-Sprengsätze angebracht sind. Nähere Analysen legen aber nahe, dass es durchaus sein kann, dass eine Kettenreaktion dazu geführt haben kann, dass der Booster von der Mitte weg explodiert, ohne dass das FTS aktiviert wird. Wir müssen aber einen Schritt zurückgehen und uns die Frage stellen, warum dieses scheinbar komplizierte Manöver überhaupt durchgeführt wird. Vorweg muss man hier anmerken, dass das Hot Staging keine Erfindung von SpaceX ist, auch wenn manche Fans der festen Überzeugung sind. Die russischen Soyuz- und Proton-Raketen, die amerikanischen Delta- und Juno-Raketen, aber auch chinesischen Raketen aus der Familie Langer Marsch nutzen bzw. nutzten das sogenannte Hot Staging. Ganz streng genommen war die erste Rakete, die diese Art von Stufentrennung genutzt hat, die V2 der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Wenn wir also penibel sind, dann handelt es sich beim Hot Staging um deutsche Technologie. Aber warum zum Teufel macht man sich das Leben so schwer und baut nicht beispielsweise einfach einen pneumatischen oder pyrotechnischen Trennmechanismus ein? Die Antwort ist ganz einfach: Effizienz. Laut Elon Musk hat das Hot Staging das Potenzial, die Effizienz des Gesamtsystems um rund 10% zu erhöhen. Bei 150 Tonnen Nutzlastkapazität entspricht das schon 15 Tonnen. Das ist mehr, als so manche Rakete insgesamt transportieren kann. Es zahlt sich also durchaus aus, es zu versuchen. Bei Wegwerfraketen ist es aber wesentlich einfacher, dieses Manöver durchzuführen, als bei einem System, das vollständig und schnell ohne Wegwerfteile wiederverwendbar sein soll. Denn Hot Staging bedeutet nichts anderes, als dass man die nächste Stufe zündet, während sie noch an der gerade zündenden Stufe hängt. Das hat den Vorteil, dass man sich zum einen den Trennmechanismus spart und zum anderen, dass man keine Gravitationsverluste hat. Also fällt das Gewicht eines potenziellen Trennmechanismus weg und obendrein geht keine einzige Sekunde verloren, in der man nicht gegen die Erdanziehungskraft feuert. Und es ist deswegen einfacher mit Wegwerfraketen, weil man sich dabei keine Gedanken um die entleerte Stufe machen muss. Man kann einfach rücksichtslos drauffeuern, denn selbst wenn sie beschädigt wird, interessiert es niemanden. Für gewöhnlich fällt die Stufe nämlich irgendwo in den Ozean. Nicht so bei Starship. SpaceX möchte den Booster nämlich wiederverwenden. Dazu kommt, dass das System auf kryogenen Flüssigtreibstoff setzt, dessen Natur es ist, herumzuschwappen, wenn die Beschleunigungskräfte nicht konstant in eine Richtung gehen.
Aus diesem Grund hat SpaceX für das Hot Staging 30 der 33 Triebwerke ausgeschaltet. Die verbleibenden drei haben vermutlich auf einem sehr niedrigen Drosselniveau geschoben. Für unseren Fall nehmen wir an, dass das Minimum 50% sind. Nach der Stufentrennung wurden die 10 Raptoren des mittleren Kreises paarweise wieder hochgefahren. So zumindest wäre der Plan gewesen, denn es gingen nur 9 davon tatsächlich auch an. Und hier sind wir schon mitten im Schlamassel. An dieser Stelle ist das Schicksal des Boosters schon längst besiegelt. Nachdem alle Triebwerke abgestellt waren, lösten sich die Häken, die das Schiff auf dem Booster halten. Im Anschluss gingen zuerst die 3 vakuumoptimierten Raptoren an. Vermutlich auch alle mit eher niedrigem Schub. Anhand der verfügbaren Daten und dem Videomaterial hat der X-User Segar Yu die G-Kräfte simuliert. In dieser Grafik ist zu erkennen, dass der Booster zumindest für einen kurzen Moment negative G-Kräfte erfährt. Ein anderer X-User, der Space Engineer, hat das Schwappen der Flüssigkeiten in den Tank simuliert. Hier passieren mehrere Dinge, die fatal sind für den Booster. Einerseits wird der Booster durch die Oberstufentriebwerke abgebremst und andererseits beginnt eine folgenreiche Rotation. Die negativen G-Kräfte führen dazu, dass Treibstoff vom Boden der Tanks abhebt. Aber der Treibstoff muss auf dem Boden bleiben, um in die dafür vorgesehenen Einlässe für die Triebwerke gelangen zu können. Wie wir gesehen haben, ist es nämlich nicht so praktisch, wenn die Triebwerke Gas ansaugen. Denn dann machen sie Bumm. Wenn man sich die Sekunden vor der Explosion genauer ansieht, dann fällt auf, dass es mehrere gewaltvolle Ereignisse gibt, die nach und nach zu mehr Schäden und Lecks und in weiterer Folge zum sogenannten RUD führen. Jetzt sagst du vielleicht, dass das nicht so viel Sinn ergibt, weil die meisten Triebwerke ja angegangen sind und der Booster spätestens da wieder G-Kräfte in die richtige Richtung erfährt. Ja, stimmt, vielleicht teilweise, aber da darf man nicht außer Acht lassen, wie extrem schnell sich dieser 70 Meter lange Booster hier beginnt zu drehen. Unsere genaue Analyse hat ergeben, dass der Booster 2 Sekunden nach der Stufentrennung bereits mehr als den gesamten Umfang, also 9 Meter entlang der Rotationsachse, zurückgelegt hat. Die Drehung wird hier danach nur schneller. Nach etwa 10 Sekunden ist der Booster bereits um 180 Grad gedreht. Das ist extrem schnell für einen derart gigantischen Stahlturm. Denn die Abgase der Oberstufe beschleunigen die Rotation des Boosters zusätzlich zu den eigenen Triebwerken. Das Schwappen ist zwar ein möglicher Grund für das dramatische Ende des Boosters, aber es war doch nicht allzu stark, sonst hätte man vielleicht sogar einen Kollaps der Tankwände erkennen können. Wieso willst du wissen? Nun, weil die meisten Triebwerke dann doch angegangen sind und wir hier nicht vom Tank deines Golfs reden mit mickrigen 50 Litern, sondern von den verbleibenden etwa 600 Tonnen Treibstoff, die massive Schäden anrichten können. Manche vermuten hier den Wasserhammer-Effekt, der Schäden am Innenleben des Boosters angerichtet haben könnte. Also wenn der restliche Treibstoff auf den Boden des Tanks knallt und die eine oder andere Verrohrung zerstört. Wenn man ein mehrfaches Hin- und Herschwappen hat, dann erklärt das auch die wiederholten energetischen Ereignisse im Triebwerksraum. Zumindest ist es in meinen Augen eine ganz vernünftige Vermutung. Was natürlich auch sein kann, und das könnte jetzt deine Gefühle verletzen, ist, dass die Iterationen der Raptoren, die bei diesem Flug eingesetzt wurden, einfach noch nicht so verlässlich mehrfach zünden können, wie wir es gerne hätten. Ein Grund, den wir mit großer Sicherheit ausgeschlossen haben, ist die regenerative Kühlung der Triebwerke in Kombination mit dem autogenen Druckbeaufschlagungssystem. Das waren jetzt ganz viele große Worte. Was es bedeutet ist, ganz einfach ausgedrückt, dass die Triebwerke in ihren Wänden kleine Kanäle haben, durch die der tiefkalte Treibstoff durchfließt. So werden die Raptoren vor dem Schmelzen bewahrt. Dieser Treibstoff erwärmt sich in diesen Kanälen, expandiert und kommt über Kanäle zurück in die Tanks und sorgt dort für den notwendigen Druck, sodass weiterhin genug Sprit in die Triebwerke gelangen kann. Jedes Triebwerk sorgt so für seinen eigenen notwendigen Druck. Zu viel Druck wird über die Ventile abgelassen und zu wenig Druck ist blöd und führt dazu, dass die Triebwerke nicht ausreichend Methan bzw. Sauerstoff erhalten. Aber das war ja nicht das Problem. Also lassen wir das jetzt bleiben. Was bedeutet das jetzt alles in allem? Muss SpaceX das Hot Staging jetzt bleiben lassen? Nein, natürlich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht bei jeder Mission erforderlich sein wird und es nur in bestimmten Fällen eingesetzt wird, um besonders hohe Orbits zu erreichen. Aber wenn man es schon im Griff hat, dann kann man es doch auch gleich jedes Mal einsetzen. Denn es führt zu wesentlich mehr Effizienz. Eine mögliche Lösung für dieses Problem könnten zusätzliche Schotten sein, die den Treibstoff in den Tanks davor bewahren, zu sehr herumzuschwappen.
Das bedeutet aber mehr Gewicht und deswegen ist das eine schlechte Lösung. Noch eine schlechte Lösung wären zusätzliche Header-Tanks, die voll bleiben und erst bei der Rotation nach der Stufentrennung angezapft werden. Und weil es so schön ist, habe ich noch eine schlechte Lösung. Man könnte zusätzliche kleine Booster anbringen, die dann bei Bedarf kurz feuern, um den Treibstoff zurück auf den Boden der Tanks zu bringen. Die Falcon 9 nutzt dafür seine Kaltgasdüsen. Die Saturn V hatte dafür extra Feststoffbooster mit insgesamt 40 Tonnen Schub verbaut. Jemand hat unter meiner Detailanalyse gefragt, ob man den Hot Staging Ring nicht höher machen könnte. So könnte man die flache Stelle zu einer Spitze zulaufen lassen und so noch mehr Schub auf der Seite ableiten. Ja, das würde ein wenig helfen, aber dadurch, dass man die inneren Triebwerke ohnehin komplett nach außen gerichtet hatte, würde das nicht besonders viel bringen. Und ein höherer Ring würde auch mehr Gewicht bedeuten. Und wir versuchen eigentlich Gewicht zu reduzieren. Aber was zum Geier kann man denn sonst machen, um das Problem in den Griff zu bekommen? Wenn du eine Idee hast, dann hau jetzt auf Pause und schreib mir deine Gedanken in die Kommentare und sieh dir danach erst unsere Lösungsansätze zu Ende an. Also, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass SpaceX dieses Problem nicht mit zusätzlicher Hardware, sondern mit einer Veränderung der Trennungssequenz in den Griff bekommen wird. Entweder werden die verbleibenden drei Booster-Triebwerke mit mehr Schub weiterfeuern, um genau keine negativen Kräfte zu erfahren, und zusätzlich fährt die Oberstufe seine Triebwerke noch sanfter hoch. Der Booster könnte aber auch einfach zwei zusätzliche Triebwerke anlassen, um den Abgasen der Oberstufe entgegenzuwirken. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Booster eine viel größere Schleife fliegt. Damit würde es beim Hot Staging weiterhin entlang derselben Achse wie die Oberstufe fliegen, bis die Oberstufe weit genug weg ist, dass ihre Abgase den Booster nicht mehr beeinflussen. Wir reden hier von einigen zusätzlichen Sekunden. Die Modelle, die Aeneas in Excel erstellt hat, bestätigen zumindest den vorletzten Ansatz. Die letzte Lösung würde mehr Treibstoff verbrauchen, aber zumindest wäre keine zusätzliche Hardware notwendig. Das war unsere Hot Staging Problemanalyse. Wir haben sicher nicht alles erfasst, aber das Wichtigste sollte da dabei sein. Wenn wir etwas ausgelassen oder einen Denkfehler drin haben, dann schreib es uns in die Kommentare bitte. Ich danke Aeneas für die Einblicke und die tollen Excel-Modelle, die mir dabei geholfen haben, diese ganze Situation besser zu verstehen. Auch ein riesiger Dank geht an alle Mars-Chroniken-Supporter. Ich bin insofern der Sponsor der heutigen Ausgabe, da jedes Video Zeit und Geld kostet in der Produktion. Die Info will recherchiert, gefiltert und ausgearbeitet sein und in verständliche Sätze verfasst werden. Danach beginnt die Videoarbeit. Es muss gedreht, geschnitten und bearbeitet werden. Das alles braucht physisch und digital Platz und Equipment, das erworben, gemietet und instand gehalten werden muss. Und das alles lässt außer Acht, dass ich ziemlich viel anderes Know-how in dem Bereich angehäuft habe, um solche Videos überhaupt produzieren zu können. Zudem versuche ich eine Familie vom Kanal zu ernähren, daher brauche ich unbedingt mehr Unterstützung von dir. Ich freue mich daher sehr, wenn du Kanalmitglied oder Patreon wirst oder einfach ein super Thanks dalassen möchtest. Es gibt auch noch die Möglichkeit, den Kanal anders zu unterstützen. Nähere Infos dazu unten in der Videobeschreibung natürlich. Ein Like und Abo sind jedenfalls kostenlos und helfen auch enorm. Vielen Dank! Mein Name ist Sirwan und das war Mars Chroniken. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad Astra.